So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich habe mal wieder gar keine Peilung, was hier gemacht werden muss. Ja. Ich würde sagen, hier liegt nichts an, deswegen ab ins Grenzland. Und mal schauen, was wir da zu machen haben. Ich glaube, ja, alle Federn hatten wir, alle Klunker haben wir. Ich glaube sogar alle Schätze schon. Das heißt, es geht mal ab in die nächstbeste Stadt oder zum Ziel. Wenn das nicht irgendwie in Boston oder New York liegt. Gucken wir uns das mal an. Ach, da oben muss ich auch noch in diese Wildkatze da den Puma fangen. Und da oben Abenteurer. Hier muss ich Briefe ausliefern. Oh Gott. Hauptmission, ja. Und dann führt natürlich. Da gibt es natürlich nicht hier irgendwie, dass ich Markierung mir da hinsetzen kann. Klasse. Dann würde ich sagen, von da unten ab nach da oben. Von dem Fort aus. Ist, glaube ich, der kürzeste Weg. Hätte auch zur Schnellreisestation. Aber da verlaufe ich mich immer. Deswegen. Ach ja, genau. Daran erinnere ich mich auch noch, wie ich die hier fertig gemacht habe. Oh, und wir haben ja jetzt zwei doppelte Pistolen. Genau. Das heißt vier Schüsse. Das heißt, wir können den richtig schön den Arsch aufreißen. So. Ja. Alter. Ich bin gerade etwas überfordert gewesen. So, da lang können wir. Oder da lang sollten wir eher. Ich versuche mal ein bisschen mehr auf dem Weg zu bleiben. Dann können wir vielleicht doch das Pferd etwas länger behalten. Und müssen nicht sofort wieder absteigen. Weil wir an irgendeiner Klippe sind. So. Und scheint mir auch nicht wirklich ein Umweg zu sein. So können wir wenigstens mal die einzelnen Straßen oder Wege hier aufdecken. Weiß ich das nächste Mal, wo ich lang muss, wo ich lang kann. Ah, ein Packeneck, wie auch immer. Ja. Ach verdammt, ich hatte das Schwert nicht, die Klinge, was? Das ist natürlich doof. Das ist natürlich richtig schön blöd. Aber kein Problem. Und auf. Okay, was ist hier rechts? Ach so, ja, ich erinnere mich. Ach verdammt, ich hatte schon wieder das Schwert. Ich wollte doch eigentlich. Ach verdammt, ja, ich hab's verkackt. Uncool. Verpiss dich. Ja, fängt ja mal gut an, mal wieder. Ah, scheiße. Nicht mit mir hier. Ah, verdammt, da war ich gerade etwas überfordert, muss ich zugeben. Zack, zack. Schade, ich dachte, er bratzt ihm jetzt voll eins in die Fresse. Geil. Sehr schön. Ah, wir haben ja auch dieses eine Artefakt, welches uns manchmal vor Kanonenschüssen schützt. Oder vor Patronen, vor Kugeln. Bam, bam, bam. Alter, ich finde das so geil, ne? Ja, da haben sie echt viele geile Neuerungen in das Spiel mit eingebracht. Ich lasse ihn mal kurz nachladen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Pistole oder so, sondern auch mit den Kills, mit den Kombos und so. Geht schneller, geht flüssiger und sieht besser aus. Vor allem cooler auch. So, ach, jetzt mock hier nicht rum. Och, kommt schon. Oh, ach nee.
Gehen wir mal kurz shoppen. Verbrauchsmaterial. Ach, die haben ja nur Verbrauchsmaterial. Pfeile habe ich noch genug. Fallen, Sprengfallen, ja, brauche ich alles nicht. Ich vergesse immer, dass sie ja eigentlich so gar nichts haben. Ja, ist ja gut. Reg dich mal nicht auf. So. Ah, und da vorne ist auch schon unser Ziel. Glaube ich. Na, schade. Wäre der Hase stehen geblieben dort, hätte ich ihn angesprungen, so wie den hier. So. Bisschen Hasenfell. Hasenpelz von mir aus auch so. Oh ja, das letzte Mal waren wir hier im Winter. Valley Forge. Dahinter waren wir noch gar nicht, ne? Ich weiß gar nicht, was... Ah, der Fuddern. Missbrauchtes Vertrauen. Oh, das klingt schon mal nicht gut. Wissen mit Lee teilen, nicht mit Washington. Du denkst, ich bevorzuge ihn. Mein Feind ist eine Idee, keine Nation. Es ist falsch, Gehorsam zu fordern. Ob britische Krone oder das Templerkreuz. Und ich hoffe, dass die Loyalisten das auch lernen, denn auch sie sind Opfer. Du bist gegen Tyrannei, Ungerechtigkeit. Doch das sind nur Symptome. Die wahre Ursache ist menschliche Schwäche. Warum glaubst du, versuche ich dir deine Irrtümer aufzuzeigen? Du hast viel gesagt, ja. Aber gezeigt hast du mir nichts. Das sollten wir dann wohl ändern, nicht wahr? Sir? Hallo, Connor. Was führt dich her? Die Briten ziehen ihre Truppen aus Philadelphia ab. Sie marschieren nach New York. Nun gut. Ich schicke unsere Truppen nach Monmouth, wenn wir sie erwischen. Könnte sich endlich das Blatt wenden. Und was ist das? Private Korrespondenz. Natürlich privat. Interessiert dich, was draufsteht, Connor? Es scheint, dein teurer Freund hier hat einen Angriff auf dein Dorf befohlen. Wobei Angriff wohl noch freundlich ausgedrückt ist. Sagt es ihm, Commander. Wir erhielten Berichte über Indianer, die mit den Briten kooperieren. Ich gab den Befehl, dem ein Ende zu machen. Indem man ihre Dörfer niederbrennt und ihren Boden salzt. Indem man sie ausrottet, so wie es in dem Brief steht. Und nicht zum ersten Mal. Erzählt ihm, was ihr vor 14 Jahren getan habt. Das war eine andere Zeit. Der siebenjährige Krieg. Und da siehst du nun, was aus diesem so großen Mann wird, unter Druck. Er sucht Ausreden, schiebt die Schuld von sich. Er macht wirklich sehr vieles, außer Verantwortung übernehmen. Genug! Wer was getan hat, muss warten. Mein Volk ist wichtiger. Dann lass uns gehen. Nein. Uns gibt es nicht mehr. Sohn. So weich erscheine ich dir, dass mich Sohn zu nennen schon alles richten würde? Wie lange wusstest du schon davon? Oder soll ich etwa glauben, du hättest es gerade entdeckt? Meiner Mutter Blut befleckt vielleicht eine andere Hand. Doch Charles Lee ist ein Monster. Und was er tut, macht er in deinem Auftrag. Eine Warnung an euch beide. Folgt ihr mir oder haltet mich auf, dann töte ich euch. Uiuiui, das war ja unschön. Dann würde ich mal sagen, auf zu unserem Dorf hier. Und ein bisschen helfen. Die Sullivan-Expedition sagt mir gerade gar nichts, der Name. Okay, jetzt können wir ja. Jetzt sind wir, glaube ich, das erste Mal. Nee, jetzt sind wir auf dem Weg nach Norden. Ah, okay. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, was hier ist, da ist. Hier unten kann man da irgendwo noch hin oder hier. Na egal. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Okay. Da. Scheiß drauf. Nicht den Boden berühren. Ey, Pferd. Was läuft das jetzt weg? Egal. Keine Zeit. Wie weit ist denn das Gebiet hier noch? Oh. Ich hol mal mein Pferd wieder. Wo ist mein Pferd? Scheiße, ey. Komm, da ist es ja. Geht doch, geht doch.
Wo lang muss ich? Andere Richtung, gut. Ach komm schon, am Arsch. Geht doch, geht doch. So. Ja, da habe ich eben doch Zeit eingebüßt, ohne Ende. So, das hätten wir. Oh, das ging doch recht fix. So, laden wir mal eben nach nebenbei. Die Spur des Luxus finden am Arsch, dafür habe ich jetzt keine Zeit. So. Alter, ich kann durch den Nebel echt beschissen sehen, muss ich sagen. So mitunter. Jawohl, ja. Den haben wir erledigt. Alles klar, dann ab ins Dorf. Und mal schauen, was die da jetzt angerichtet haben. Alter, eine fette Armee. Oder was? Na, wenn die wollen, lösche ich sie auch gerne aus. So, dann sehen wir mal zu, dass wir hier ins Dorf kommen. Das Ganze regeln hier. Ne? Ach, halt's Maul. Gib Stoff. So. Ah, die haben sich auch schon bewaffnet. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich irgendwie so einen offenen Konflikt verhindern. Ich sehe es schon kommen. Charles Lee, Luana Tupa, Yasagoya Tahawe, Gonot Dogu Dano Dokarapni Hardy. Nahoda, got new in Yehonenu. What de Sagodi Dashtana, Zini Hardy, Ayunki Hunjaqua. Ya, ya, the thirty boy. On a dare anti desatnigu, Hare, ya gon tat desadu Hundani Negiga, ne Ayagoderio. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Also nicht genau das, aber sowas in der Art. Mit unblutigen Methoden verändern, Alter. Ich töte gleich einfach alle. Fertig. Ist doch nicht so schwer. Bam! Der ist K.O. Alter, was läuft der weg? Hier geblieben. Alter, das geht echt. Ah. Jawohl. Bleiben noch zwei. Ja. So, einer noch. So. Okay, hätte ich die auch einfach abknallen können. Charles Lee, what trio to do on a donzonia in Kia Wonsbo? Don't go easy, I'll say, you know what is it? A toga, Tigger.